Und damit herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs Legion, und zwar der Rekrutierungsmission. Rekrutierung von Mina. So. Ja. Das Ganze ist mir wichtig, das erst zu machen, bevor ich dieses Blood, diesen DLC anfange. Ja. Blood, nein. Oh Mann, bin ich dumm. Wie ist das? Nein, Schnellreise kann ich nicht. Ich dachte, die steht jetzt da unten mit. Ja, den Zug, den ich letztens gemacht habe, das war auch wirklich, also. Nein, nein. Ihr habt es ja gesehen, das war. Ich schäme mich etwas dafür, aber trotzdem, ja. Ich wollte euch das unverblümt zeigen, denn das ist auch richtig so. So, und jetzt sind wir jetzt wieder im Geschehen. Sprich, mit Mina bedeutet wahrscheinlich das Ende für diesen DLC und. Vielleicht, eventuell, oder es gibt noch mehr Dinge. Wir werden sehen. Bitte sag mir, dass du von DedSec bist. Wenn du mir nicht sagst, dass du von DedSec bist, werde ich verrückt. Ich bin von DedSec. Gott sei Dank. Ich bin gerade so diesem furchtbaren Ort entkommen und dann hat mich ein Bagley kontaktiert, aber der war nicht sehr nett und ich dachte, ich spinne. Aber das tue ich nicht, oder? Hey, keine Sorge. Wir wollen helfen. Was ist das Problem? Ich weiß nicht. Alles ist verschwommen. Ich muss nur wieder klar im Kopf werden. Der unhöfliche Bagley hat gesagt, ihr hättet ein Versteck, das ich nutzen könnte. In der Zwischenzeit helfe ich euch. Willkommen im Team. Okay. Wenn jemand in Ihrem Bekanntenkreis in kriminelle Aktivitäten verstrickt ist, müssen Sie das den Behörden melden. Das unter... Nein, das muss ich nicht. Okay, ab zu den Missionen. Ich habe ja schon gesagt, das ist, wenn ich da jetzt aufhöre mit Rekrutieren. Obwohl, momentan, ich muss mal sagen, ich würde gerne mal zu der Mina wechseln. Mal sehen, was die so drauf hat. Was kann sie? Omi-Optik, Gedankenkontrolle, Gerät, Gedankenimpuls, stört. Nein. Ich weiß nicht, ob sie die Kontrolle über die Drohnen hat, weil ich will ja fliegen. Und bevor wir Aiden rekrutieren, würde ich sagen, wir rekrutieren erstmal Ranch. Und er steht zum Glück auch gleich hier. Wahnsinn, ging ja schnell. Was geht hier vor sich? Begrüßt man so seinen neuen Boss? Ich verarsche dich doch nur, komm schon. Jeder weiß, dass es bei DedSec keinen Boss gibt. Ich bin eher sowas wie ein cooler, älterer Bruder, über den du manchmal unanständige Sachen denkst. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hey, hey, ich bin auch nur ein Junge, der vor einer Widerstandsgruppe steht und sie bittet, für sie ein paar Typen mit dem Vorschlaghammer verprügeln zu dürfen. Ist das denn so falsch? Ja? Scheibenkleister. Also gut. Fuck yeah! Wir sehen uns! Du, wie auch immer du heißt. Wäre der Dialog jetzt anders gewesen, wenn ich... Zur Erinnerung. Das war's wohl schon. Wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre... Na, ich denke mal, das wäre gleich geblieben. Ja, Aiden rekrutieren ist hoffentlich dann auch... Da steht auch gleich hier. Was ist denn hier los? Güte, hallo. Hallo? Ich habe gehört, du willst mit DedSec sprechen. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid eigentlich nicht schwer zu finden, wenn man weiß, wo man suchen muss. Hey, weißt du was? Du bist genau die Art von Mensch, die DedSec braucht. Komm doch zu uns. Es macht Spaß. Hört so, ich war eigentlich nie ein Teamplayer, aber... Ich werde eine ganze Weile hier sein. Und ich mag eure Barkeeperin. Früher habe ich ihr auf, nennen wir es Vertragsbasis, geholfen. Ich könnte das für euch auch machen, wenn ihr wollt. Klasse. Das wollte ich hören. Wir sehen uns da draußen. Grüß Conny von mir. Das war's jetzt? Das war jetzt alles?
Das war's. Oha. Also ich kann mich nicht mehr erinnern an so einen Geheimgang. Da weiß ich jetzt wirklich nichts mehr. Das war's, ey. Mann, ey, bei Mina musste ich mich anstrengen und sonst was machen. Ja, ich gehe jetzt einfach mal runter und versuche mit den Leuten zu sprechen. Wenn da noch jemand da ist, der mit mir sprechen möchte. Unten gibt es eine Mission, wie ich sehe. Vielleicht sind das ja neue Missionen. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich alles schon eingesammelt. Das ist natürlich klar, man sieht's. Okay, lass einfach mal durch den Hackerspace laufen. Okay. Diskussionen trinken werde ich hier nichts. Das macht nur Schwips. Ja, richtig krass. Jemand neu angekommen? Weiß ich nicht. Ah, Assassinenkleidung, ja. Alles klar. Was hacke ich hier? Welche Mission? Cover Story. Eine Cover Story. Ach, da habe ich überhaupt. Ich lese die nie durch. Die ganzen Cover Story. Was ist eine Cover Story? Was ist denn jetzt los? Cover Story. Detzek hat gehört, dass ein Lokaljournalist Elvion beschuldigt, das Verschwinden einer seiner Quellen völlig ignoriert zu haben. Er behauptet, Videobeispiele für einen Angriff auf seine Quelle zu haben, begibt sich zum Food Tower und begibt sich zum Food Town und wirf einen Blick auf das Video. Das ist. Das ist interessanter Lesestoff. Interessant. Bezichtigt Elvion, etwas mit dem Verschwinden seiner Quelle zu tun zu haben. Er schreibt, er hätte den Beweis auf Video. Dieser Inbegriff der fünften Gewalt ist beim Food Town zu finden, falls du Elvion einmal mehr eins reinwürgen willst. Okay, diese Mission nehme ich natürlich auf jeden Fall noch mit, weil ich bin hier nicht befriedigt. Ich bin nicht befriedigt mit diesen Rekrutierungen. Ich dachte, ich müsste bei Ranch und bei Aiden noch ein paar Dinge mehr machen, aber das war halt nicht der Fall. Schade. Da hat man ein bisschen nachgelassen. 8 Minuten nehme ich gerade mal auf. Nein, das kann ich euch nicht bieten. So kurz. Das hätte ja auch zum letzten Video noch gepasst, aber ich war wegen dem Zug so aufgeregt, der hat mich so getriggert und genervt, dass ich da am Ende vergessen habe, sogar mich zu verabschieden. Tut mir leid dafür. Hackete, ja, Hacke. Es geht ums Hacken. Um was sonst? Journalisten, ja, okay, der ist zumindest nicht mit einem Fahrzeug unterwegs. Okay, wir fahren wieder mal Auto, das ist... Hey, der wollte mir aufs Dach steigen. Sag bloß, ich muss irgendwie oben hin. Hängt dieser Journalist ab, der Elvion die Schuld am Verschwinden seiner Quelle gibt. Er behauptet, einen Videobeweis für den Angriff zu haben. Soll ich gucken, ob ich den finden kann? Holen wir ihn uns einfach von seinem Gerät. Er muss eine Kopie haben. Gibt's auch irgendwo mal Treppen, wo man nach oben kommt? Oder muss ich wirklich nur... Ach, Mensch, Leute. Ich bin es gewohnt, mir immer eine Drohne zu holen. Ich spiele das Video ab. Ich konnte nicht zum Treffpunkt. Zu gefährlich. Ich glaube, die haben den Schalter umgelegt. Das Wächterprotokoll ist jetzt aktiv. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich rufe gleich zurück. Ich glaube, jemand verfolgt mich. Schnell jetzt. Stopp!
Oh Gott. Wie der Journalist sagte, das klingt nach Ärger. Albion hat ein Wächterprotokoll angepriesen, nicht wahr? Das Wächterprotokoll sind anscheinend nur Sicherheitsdrohnen für reiche Säcke, die Maschinengewehrfeuer für das richtige Mittel halten, wenn sich dreckiger Pöbel ihrem Rolls-Royce nähert. Bagley, weißt du, wo das gefilmt wurde? Natürlich. Dem Schornstein der Old Barley Mill nachzuurteilen, wurde das bei den Helmsman's Tracks aufgenommen. Bei den Helmsman's Tracks. Ja, die Schnellreise deswegen, auch wenn es so kurz ist, weil ich hatte jetzt keine Lust mehr hier den Ausgang zu suchen. Es ist furchtbar. Untersuche die Tracks. So. Da wollen wir mal sehen, das ist ja nicht weit. Nein. Und da muss ich ausnahmsweise mal nicht fliegen. Hier geht's nach unten, es ist dunkel. Schade, dass es dunkel ist. Tagsüber macht das am meisten Spaß. Unten, wie komme ich denn hier runter? Wollt's mich fertig machen? Nur in die Richtung. Wir sind da, wo der Wächterprotokoll-Whistleblower angegriffen wurde. Haben die Überwachungskameras das vielleicht aufgezeichnet? Keine Ahnung. Aber wenn du die CTOS-Daten beschaffst, kann ich versuchen, den Vorfall zu rekonstruieren. Okay, wird gemacht. Oh! Das war ein Wrestling-Move. Schön. Alle Schafe. Das hat er auch ganz schön geknackt. Ja, besser ist besser, wenn ich hier wieder raus will, dann brauche ich auch einen Schlüssel. Wenn es ein virtueller ist. Okay, der sieht mich sowieso nicht, der Schrank. Ich brauche mehr als das. Du brauchst mehr als das. Also ich habe eins jetzt davon gemacht. Jetzt muss ich nach unten. Geht's nach unten, okay. Mir macht das Spaß. Oh, ich kann noch niemand stören, okay. Ah, alles klar, das ist wohl die Uhr. Oh! Mein Lieblingsfreund, die Drohne. Ach, es geht nicht mehr nach unten. Entdeckt. Nein, doch das. Oh nein. Kampfmodus initiiert. Oh, echt jetzt. Geht das wieder los mit meinem Stress? Mein Pegel steigt. Das verwarten wir sich. Explodieren die.
Ah, ich bin richtig. Ich bin richtig hier unten. Aber irgendwie rieche ich auch Falle. Muss ich jetzt echt wieder hier. Ah. Ich weiß noch, ich habe das schon mal gemacht. Oh nein, hoffentlich nicht noch Zeit. Jetzt muss ich den Ursprung finden von dem Ganzen. So. Drehen das erstmal so, wie es sein muss. Es ist tatsächlich wieder irgendwie nach Zeit. Drehen kann ich hier nichts. Wieder los. Ich hab das doch beim Zu. Oh nein, nein. Ja. Das ist so gedreht, das ist so gedreht. Jetzt konzentrieren wir uns mal. Wieso kommt hier nichts von? Könnt ihr mir das verraten, wieso da nichts kommt? Da schaue ich hier falsch. Oh. Ja. Lass mich erstmal noch mal rumdrehen. Ich muss hier mal sehen, wo muss ich hin? Ich muss dort hin. Wie kann es sein, dass ich noch nicht alles habe? Oh, vorne. Ah. War leichter. Okay, will nicht rumprallen. Ja, bei manchen Dingen muss man hier halt vor Ort sein. Das war für die Kamera, da muss ich physisch ran. Physisch hacken. Was war ich denn schon? Nicht gerade die beste Qualität, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Ich stelle die Daten zusammen. Okay, geh zurück zur Ausgangsposition. Ich habe ein hübsches AR-Geschenk für dich. Ausgangsposition, jetzt muss ich nochmal. Moment, was ist die Ausgangsposition? Position? Oh nein, bitte nicht. Aktiviere lieber alle Fallen, falls nur jemand in die Quere kommt. Ich weiß nicht, was jetzt hier passiert. CTOS, AR, Datenkonstruktion läuft. Er flieht hier. Ah.
Ich starte die AR-Rekonstruktion. Hoffentlich. Muss ich was tun? Da schlägt jemand. Shit, er ist tot. Wenn Sie so weit gehen, um Ihr Wächterprotokoll zu schützen, müssen wir es unbedingt aufhalten. Die Gesichtserkennung sagt, der Mörder ist zu 93% Sean Holland. Zu 6% ist er ein Fischer aus Norwegen und zu 1% ein Haufen Igel in einem großen Mantel. Gehen wir davon aus, dass die erste Annahme korrekt ist. Hier ist die Adresse von Sean Holland. Dann sollten wir uns mal unterhalten. Oh, schön. Mission gestartet. Erdgar am Horizont. Ich soll hacken wieder mal am A der Welt und da gehen wir jetzt hin. Aber diesmal suche ich mir wieder eine Drohne. Denn von oben kommst du hier bei dem Spiel echt bei den meisten Missionen sehr gut weiter. Würde ich meinen. Ja, doch länger wie gedacht. Aber ist auch schön. Mir macht Spaß. So. Kann ich auch wieder aufstehen. Schön. So, Frachtdrohnen. Da ist sie doch, meine Güte. Bitte genau vor mir parken. Wow. Ah, wie sie immer tun, als hätte ich sie noch nie gesehen. So weit kann es ja nicht sein, es waren ja nur ein paar Straßen. Wir nähern uns Sean Hollands Adresse. Vielleicht erfahren wir mehr über seine Verbindung zum Wächterprotokoll. Okay, verstanden. Falle schärfen ist immer gut. Verraten ist auch immer gut. Alles klar, Herr Kommissar. Jetzt muss ich denn nur noch rauskommen. Ich bin bereit, alles zu analysieren, was du findest. Spuren zu Hollands Verbindung zum Wächterprotokoll oder auch alles andere. So, ja, wir sind ja wohl beim Drachenlord in der Wohnung gelandet. Scherz. Alles, was ich finden kann, ist es auch noch. Nein, es ist nicht mehr. E-Mail, stopf das Leck. Stopf das Leck heißt sie, das reicht. Erledigt. Du solltest verschwinden, bevor jemand was bemerkt. Komme ich aber nicht mehr mit Drohne. Könnte höchstens eins machen. Höchstens. Munition ist auch gut. Oh, was lade ich denn runter?
irgendwas, was ich brauche. Deaktivieren Akku. Akku, okay, meine ich natürlich. Nein, 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 mein Freund. Das war ein Treffer. Ah, das sind die. Die sich unsichtbar machen. Peter, hör doch mal auf, mich so zu nerven. So, jetzt mal die Drohne zu nehmen. Ich will mal ganz gemütlich hier raus. Ich sehe schon wieder. Neutralisiere feindliche Zielperson. Geh weg. So, dann lass mal fliehen. Und in der Hoffnung, dass das... Sean Holland arbeitet bei Horizon Multinational, einem Technologie-Think-Tank, der anscheinend auch vor Bestechung und Mord nicht zurückschreckt. Und sieh dir das mal an. Sie haben vor kurzem einen Auftrag von Albion bekommen. Lass mich raten. Um das Wächterprotokoll zu entwickeln? Hast du mehr dazu? Die Drohnen sind komplett autonom und können, ich zitiere, Disziplinarmaßnahmen gegen inakzeptables Verhalten ausführen. Klingt, als hätten sie Schläferagenten entwickelt, die uns zu Hause kontrollieren. Jetzt verstehe ich, warum der Whistleblower solche Panik hatte. Finde Beweise für den Wächter. Ich glaube, die suche ich mir das nächste Mal. Oder auch nicht. Ich muss erstmal schauen, wie lange ich schon aufnehme. Wieder 28 Minuten. Bei mir dauert das Umwandeln auch immer so lange. Okay, dann mache ich erstmal Schluss an der Stelle. Diesmal vergesse ich nicht, mich zu verabschieden. Ja, bis zum nächsten Mal bei dieser Mission. Ja, bin erstmal weg. Tschüss.